Hey und willkommen hier bei Marvin Macht. Ich bin heute nicht alleine, denn extra aus Hamburg angeflogen, Jorma von MajorTech. Hi, grüß dich. Und was machen wir heute, Jorma? Ja, wir machen einen Speaker-Vergleich. Wir haben zwei richtig spannende Speaker. Einmal von Tronsmart, den Virtual H1 und von JBL, den Clip 5. Es gibt nämlich eine Besonderheit und zwar der H1 von Tronsmart kostet einfach mal die Hälfte vom JBL-Speaker. Ob sich das lohnt, wieso die Unterschiede sind, erfahrt ihr alles in diesem Video. Ich würde sagen, let's go. Fangen wir zunächst mit dem Lieferumfang an. Beim JBL Clip 5 findet ihr neben dem Lautsprecher selbst ein USB-C-Ladekabel und die üblichen Dokumentationen. Beim Tronsmart Mirtune H1 erwartet uns Ähnliches. Ein kompaktes Paket mit dem Lautsprecher, einem USB-C-Kabel und der Anleitung. Beide Hersteller liefern also das Nötigste. Kein Schnickschnack, aber auch keine Überraschung. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem wichtigsten aller Themen bei Lautsprechern und zwar der Soundqualität. Wie klingen diese Lautsprecher? Vor allen Dingen, wie klingt der Tronsmart, wenn er viel günstiger ist als der JBL? Kann er was? Das besprechen wir jetzt. Der JBL Clip 5 bietet einen soliden Sound mit einer Ausgangsleistung von 7 Watt und einem Frequenzbereich von 95 Hz bis 20 kHz. Der Klang ist schön klar und vor allem im Hochtonbereich sehr präzise. Aber wie schlägt sich denn nun der Tronsmart Mirtune H1? Mit einer Ausgangsleistung von 8 Watt und einem Frequenzbereich von 70 Hz bis 20 kHz bietet er ein etwas breiteres Klangspektrum, vor allem im Bassbereich. Ich würde sagen, das spricht auf jeden Fall direkt nach einem Soundtest. Wir hören uns die beiden mal an. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass wir in dieser günstigen Preisregion bei Tronsmart sogar den besseren Lautsprecher, was die Akustik angeht, bekommen. Also gerade im tieferen Bassbereich haben wir hier einfach mehr Leistung. Wir haben 1 Watt mehr. Und ich finde, das merkt man. Jorma, was denkst du bei den Lautsprechern? Ja, auch mich hat es auf jeden Fall echt überrascht, was wir hier soundtechnisch aus dem kleinen Speaker alles rausbekommen. Der hat auch ein schönes Volumen, gerade im Bass, muss ich sagen. Gerade im Bassbereich gefällt mir das hier richtig gut. Also, wenn man mal unterwegs ist, irgendwie im Rucksack das Ganze mitnimmt, vielleicht im Park und bei Freunden chillen möchte, dann ja, kann man den auf jeden Fall gut mitnehmen. Das ist schön leicht und so kriegt man auch einen schönen Sound noch raus. Genau. Beide Lautsprecher sind ja so ein bisschen karabinerförmig, also die sind natürlich auch von ihrer Form sehr ähnlich. Gewicht auch sehr ähnlich. Der JBL kommt hier nämlich auf 288 Gramm und der Tronsmart auf 293 Gramm, also 5 Gramm Unterschied, die merkt man nicht. Aber ansonsten, beide haben ja oben diesen Karabiner. Ja. Funktioniert bei beiden ziemlich gut. Hier bei JBL ist er so ein bisschen gummiert, was ich ganz gut finde. Bei Tronsmart nicht. Haben wir es jetzt nicht, aber trotzdem erfüllt er natürlich seinen Zweck. Und das ist die Hauptsache. Genau. Beide Lautsprecher sind natürlich für den Outdoor-Einsatz geeignet. Das heißt, am Strand, am Pool, einfach damit Musik hören. Hier kommen wir jetzt mal auf die Wasserdichtigkeit. Da gibt es nämlich so ein paar kleine Unterschiede. Der JBL ist nämlich IP67 zertifiziert. Das ist eine sehr gute Zertifizierung. Das heißt, hier sind wir sowohl gegen Staub als auch gegen Wasser geschützt. Können bei einer Stunde ungefähr 30 Minuten unter Wasser den ganzen Speaker unter Wasser setzen, ohne dass was passiert. Und beim Tronsmart, da haben wir eine IPX7 Zertifizierung. Das heißt, der ist lediglich gegen Wasser geschützt, also gegen Staub seid ihr hier ja nicht bestens geschützt. Da ist der JBL ein bisschen besser, aber gegen Wasser natürlich ja gar kein Problem. Weiter geht's jetzt zur Akkulaufzeit und da war ich vom Tronsmart absolut beeindruckt und ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht vom JBL. Wir fangen erstmal an bei dem JBL Speaker. Hier haben wir eine Akkulaufzeit von 12 Stunden und wenn der Akku leer ist,
braucht er 3 Stunden, um wieder per USB-C aufgeladen zu werden. Was mir hier nicht so gut gefällt, wir haben oben einfach nur eine LED, die blinkt halt rot beim Aufladen. Bei dem Tronsmart haben wir mehrere LEDs, das heißt, man kann viel besser genau schauen, wann ist er denn voll. Bin ich jetzt bei 25%, bei 50%, 75% oder 100%? Das hat mir beim Tronsmart viel besser gefallen. Ja, und hier haben wir auch eine Akkulaufzeit von 20 Stunden maximal. Das ist also nochmal 8 Stunden mehr, was wirklich sehr, sehr krass ist für so einen kleinen Speaker, sage ich es einfach mal. Und wir haben natürlich ja USB-C zum Aufladen. Er braucht 2,6 Stunden, um komplett aufzuladen. Ist also auch nochmal schneller als der JBL-Speaker. Ja, Leute, ich würde sagen, wir kommen zu einem abschließenden Fazit. Alles in allem muss ich sagen, wenn man den direkten Vergleich hat, ist man doof, wenn man so viel für ein JBL ausgibt. Weil, ich meine, da zahlt man im Endeffekt halt sehr viel für den Namen. Beide haben übrigens natürlich auch eine App, womit man alles ansteuern kann, also anpassen kann, Equalizer. Das heißt, das ist auch kein Aspekt jetzt für den JBL, sondern wir haben das gleiche auch beim Tronsmart, können da den Equalizer anpassen und da gibt es auch weiterhin Software-Updates. Das bedeutet, ich persönlich würde ganz klar einfach den Tronsmart nehmen. Genau, also muss ich auch sagen, denn der kostet gerade mal 29,99, im Deal sogar zum Release 25,99. Ja. Also dafür ist es wirklich ein No-Brainer. Ne? Was kostet deine 67 Euro? Der kostet 67, habe ich dafür bezahlt. Das ist schon viel. Schon, ja. Da kriegt man schon 2 von denen hier. Genau, und kann noch einmal irgendwie sich einen Döner in Berlin holen. Ja. Also allein, dass der die besseren Lautsprecher hat, den größeren Akku drin hat und schneller trotzdem auflädt, ja, eigentlich nur Pluspunkte. Genau. Der einzige Unterschied ist halt, dass man hier IP67, der einzige Unterschied ist halt bei der Wasser- und Staubfestigkeit. Bei JBL haben wir IP67, hier haben wir IPX7. Also ja, das ist der kleine Unterschied, aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, im Alltag wird man da auch beim Staub keine Probleme haben. Vor allen Dingen, weil er ja auch wasserdicht ist. Wenn da Staub dran ist, dann würde ich den einmal unter Wasser halten und fertig. Also beide Lautsprecher machen natürlich einen guten Job, aber ja, wenn man den direkten Vergleich hat, dann würde ich immer zum Tronsmart greifen, weil der einfach mehr als die Hälfte günstiger ist. Und von daher gibt es von uns eine Kaufempfehlung für den Tronsmart H1. Links zu beiden Produkten, aber ich würde, wie gesagt, den Tronsmart nehmen, unten in der Videobeschreibung. Und das war es jetzt vom Video. Checkt unbedingt Jomas Kanal noch ab. Dankeschön. Und da kommt jetzt nämlich noch viel iPhone 16 Content. Ja. Genau, genau. Freue mich schon drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.